Hey ihr Menschen, ich melde mich zurück zum nächsten GPL-Spieltag. Heute gegen Timo und seinem Team Soul Stealers. Ja, es ist tatsächlich was Witziges in diesem Kampf los, denn ja, das Teambuilding war ja das längste mit 2 Stunden. Hätte ich nicht gedacht, dass es so lange dauert. Das war auch extrem schlimm. Ich habe geschwitzt ohne Ende. Und entsprechend jetzt hier der Kontrast mit einem sehr, sehr kurzen Kampf. Ein sehr offensiver Kampf, und das liegt auch einfach daran, falls ihr tatsächlich das ganze Video gesehen habt. Ich habe ein schlimmes Matchup, also sehr, sehr schlimm. Ich musste mich quasi dazu zwingen, in diesem Kampf etwas ein sehr, sehr offensives Team zu bringen. Naja, je nachdem, wie offensiv man mein Team einschätzen kann. Ja, musste ich halt hier eins bauen. Zwar habe ich immer noch 4 Pokémon, die eigentlich ziemlich defensiv aussehen, aber die haben alle einen sehr offensiven Purpose. Und entsprechend werde ich hier versuchen, Timos Team so ein bisschen zu bearbeiten und am Ende mit meiner Win Condition entweder Wahafnir oder Scaraborn das Match zu gewinnen. Ja, und entsprechend kann man auch nicht so viel wirklich sagen. Das Team von Timo hat einfach schlimme Pokémon, unter anderem Cobalion. Tapu Bulu habe ich richtig Angst vor. Butalanda ist auch richtig schlimm, wenn ich nicht weiß, was das für ein Set ist. Mix hätte ich Angst vor, da hätte ich keinen Switch in. Walschall ist schlimm. Dann natürlich auch noch Knogger und Simsala, eigentlich alle 5, die er dabei hat. Ich habe auch genau diese 6 Pokémon mir aufgeschrieben. Wenn er die mitnimmt, dann habe ich ein riesiges Problem. Ich müsste eigentlich durchgehend offensiv sein Team pressuren. Und wenn ich das nicht hinbekomme, ja, könnte problematisch werden. Ich leide hier auch mit meinem Tentantel, weil es das einzige ist, was irgendwie das Momentum auf meine Seite bringen könnte. Ich weiß nicht, habe ich Stachler auf dem Team? Ich glaube, ich habe Stachler auf den Tentantel draufgepackt. Und wenn er einen richtigen Lead hat, also wenn ich einen richtigen Lead habe, zum Beispiel Milotic oder so, was zwar unwahrscheinlich ist, dann könnte ich tatsächlich erstmal ein bisschen Druck aufbauen mit Stachler. Das wäre ganz gut. Und des Weiteren gewinnt Tentantel gegen 5 seiner 6 Pokémon. Also alle Pokémon bis auf Knogger. Und ja, das war wirklich der einzige Grund, warum ich hier mit Tentantel geleadet habe. Ich konnte nicht mit einem anderen Pokémon irgendwie leaden, um offensiven Druck aufzubauen. Das geht einfach nicht. Dafür sind meine Pokémon nicht schnell genug, nicht stark genug, was auch immer. Ja, für die, die es nicht geschaut haben, Scaraborn ist hier im Walschall-Set, also kann das auch nicht so wirklich den Druck aufbauen. Wahafnir hat nur 2 Moves, also Orkan und Dracometeor. Man könnte damit leaden. Retrospektiv hätte ich damit leaden können. Aber da hatte ich halt wieder Angst vor Simsala, und ich möchte eigentlich, und das war auch, glaube ich, der Hauptgrund, mit Tentantel zu leaden, Simsala konnte ich einfach nicht erlauben, dass es ein Free Damage auf Umgras bekommt, deswegen Tentantel hier im Lead und hoffentlich auch die richtige Entscheidung. Er leadet mit seinem Cobalion. Auf jeden Fall kein schlechter Lead, da muss ich jetzt halt abwägen, ob ich die Rostbeere direkt schon auffressen lassen möchte oder nicht. So, der Kampf beginnt, und vielen Dank an Lord Enz, dass du mir die Pokémon gegent hast, und Capco, dass du mir diesen... Capco? Bene! Dass du mir diesen Kampf gecaptured hast, sorry. Er liegt, wie gesagt, mit seinem Cobalion, und direkt erstmal schwierige Entscheidung, was mache ich? Ich könnte auswechseln und seinen Nahkampf natürlich erstmal warten mit Gligar, aber ich wollte, wie gesagt, direkt offensiven Druck aufbauen. Das kann ich halt jetzt eigentlich irgendwie nicht machen mit Tentantel, weil ich nun mal nur Notsituation und Gyrobell habe. Aber mit Donnerwelle kann ich mein Team auf jeden Fall supporten und danach direkt mal zum Beispiel Gligar gehen, um dann offensiven, um ein Momentum zu erhalten mit Kehrtwende. Und das ist genau das, was ich jetzt auch tue. Er hat auch die Tarnschnelle gelegt, ein bisschen nervend für mich, denn ja, ich habe halt Wahafnir, und der muss halt irgendwie das Milotic auch zurückhalten. Und wenn das halt immer wieder 25% Tarnsteinschaden bekommt, ist es auch nicht so schön, aber ja, da konnte ich jetzt auch nichts verhindern. Ich habe auch leider keinen Auflock in meinem Team, also etwas problematisch auf jeden Fall. Aber ja, ich kann wenigstens immerhin meinen Gligar reinholen und schauen, wie ich das Match jetzt weiterziehe. Auf jeden Fall habe ich bis jetzt noch keinen wirklichen Schaden genommen in den ersten 2 Turns, und ich kann jetzt auch, da ich jetzt mein Toxin von meinem Gligar ein paar Minuten vor dem Kampf rausgenommen habe, konnte ich hier für die Kehrtwende gehen. Vielleicht ein bisschen problematisch, wenn er keinen Refresh hat. Also Toxin wäre ja wirklich gut auf diesem Milotic gewesen, weil nun mal meine Win Condition Scaraborn ist, und Milotic ist mit eines der größten Probleme. Jedenfalls bin ich davon ausgegangen, weil das Butalanda höchstwahrscheinlich Walschall sein wird. Jedenfalls sah es so von dem Team, was er halt hier mitgebracht hat, so aus. Also ich bin halt irgendwie davon ausgegangen, dass das Marowak wahrscheinlich Breaker ist, und da das war Revenge Killer mit Simsala und Butalanda, und dann halt der Rest Support so. Jedenfalls habe ich hier auf seinen
erwarteten Switch, weil ich halt dachte, okay, ich kann wie gesagt wieder kein Momentum geben und ich musste jetzt irgendwie pressuren und Gott sei Dank hat es funktioniert, denn mein Heatran kommt hier rein. Und ich bin auch eigentlich davon ausgegangen, dass er auswechselt, weil Heatran kann auch Max Spezialangriff sein, das hätte jedes Knogger rausgenommen. Und er konnte keine Sugarbeere spielen, ansonsten hätte er an Power einbüßen müssen. Und ich bin auch irgendwie, habe ich halt abgewägt, okay, entweder er hat halt Erdbeben und ich Lebenhit oder er hat halt, wie heißt das, Bonerang, also Knochenmerang und dann sterbe ich. Aber ich bin halt wirklich davon ausgegangen, dass ich das irgendwie jetzt on top aus dieser Situation rausbekomme. Und ja, tatsächlich ist er rausgewechselt und es kommt hier ein sehr, sehr eigenartiger Turn, und der, denn er sackt sein Gobayum. Also erstmal wollte ich meinen Heatran nicht sacken. Also ich habe halt wirklich gehofft, dass das kein Bone Marrow auf seinem Knogger hat. Er hat Schattenknochen eingesetzt, hat mit meinem Switch out gerechnet. Und ja, das hat ihm ein bisschen gekostet, denn er musste halt jetzt irgendwas abwerfen. Eigentlich musste er nichts abwerfen. Er hätte auf meinen Heatran safe in sein Milotic gehen können. Und er hat wahrscheinlich wirklich mit einem Choice Scarf Set auf meinem Heatran gerechnet. Deswegen ist er auch mit Kobayam drin geblieben. Und ja, ich meine, es war ein ganz unnecessary Play seinerseits. Gut für mich, sein hier Kobayam ist weg. Und zwar nicht der größte Threat in the first place, aber immerhin besser als nichts. Jedenfalls, das Milotic ist jetzt drin gewesen. Und ich konnte immerhin noch mit Heatran Last-Ditch-Effort noch ein Toxin raushauen. Das hat mich sehr, sehr froh gemacht, weil im darauffolgenden Turn kann ich dann das Milotic weiterhin ein bisschen chippen. Dank dem Verhöhner auf meinem U-Hafnir. Und ja, da bin ich jetzt in einer besseren Situation. Natürlich, jetzt habe ich das Problem, ich habe jetzt keinen weiteren Toxin mehr in meinem Team. Das heißt, das Milotic kann, weil er gerade eben auch Heilung gezeigt hat, kann sich wieder heilen und dann bin ich wieder in einer dummen Situation. Also ich muss irgendwie es schaffen, das Milotic so anzuchippen, damit es, selbst wenn es den Toxin los wird am Ende, selbst wenn das passiert, muss es in der Range sein für Scarborn. Also darauf arbeite ich jetzt auch hin. Und habe auch erstmal Hurricane gedrückt, weil es war halt super safe. Also entweder er drückt jetzt Eisstrahl und nimmt mich raus und der ist in einer guten Range für mich. Das hätte ich super gern genommen. Oder er switcht halt raus und ja, keine Ahnung. Oder er macht halt Siedewasser. Also diese Situation war halt da und in jedem Fall wäre es halt gut für mich ausgegangen. Er wechselt jedenfalls raus in seinen Tabulu und währenddessen diese Animation schon läuft, seht ihr, okay. Er hat auch sein Tabubulu gesägt, ganz eigenartig. Ich habe nämlich am Damage schon erkannt, okay, ich bin Max-Spezialangriff. Das muss heißen, dass dieses Caputoro eindeutig ein Offensivwesten-Set sein muss, beziehungsweise in irgendeiner Weise Bulk investiert sein muss. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass der Max-Speed Max-Bulk ist. Das hätte sein können. Aber dann hätte er mich auch wieder nicht outspeedet, also spielt es keine Rolle. Ich habe ihn halt safe mit einem Z-Orkan rausgenommen, damit er auch nicht misst, ne, 70%. Weiß man, wie gering das in Pokémon ist, in Pokémon-Sprache. Ja, bin ich super zufrieden mit gewesen, weil jetzt hat er auch nicht mehr so viele Antworten auf Scarborn. Also die, womit ich sagen möchte, die Scarborn-Antworten schwinden so langsam dahin. Also er hat nur noch ein 30%iges Marowak. Sein Salamence, also sein Butalender, was er noch nicht rausgeholt hat. Und dieses Simsala, was ich jetzt theoretisch Pursuit-Trappen könnte. Aber das möchte ich noch nicht machen. Mein Punkt ist jetzt gerade, weil das Knorga noch so low ist und das Butalanda tatsächlich auch irgendwann mal reinkommen muss und ich eventuell dann so, wie im letzten Spieltag gegen Timo, ihn so immer wieder Chip-Damage geben kann, damit dann das Scarborn irgendwann den Revenge gehen kann, lege ich hier die Tarnsteine. Er geht jedoch in seinen Knorga. Ist eigentlich komplett fein, weil ich habe meinen Broculos so ausgelegt, dass es Knogger mich mit Knochenmerang niemals killt. Und das ist auch super, super lucky für mich gewesen, dass ich genau diesen Split hatte, dass ich nach Stealth Rocks einen Bone Marrow bzw. einen EQ ohne Probleme leben sollte, sollte kein Crit passieren. Wir wissen ja, dass so die defensiven Pokémon dafür prädestiniert sind, gecritet zu werden. Aber Gott sei Dank hier nicht. Und ich kriege meine Beere wieder zurück und kann dieses Knogger, solange der Steinhagel auch trifft, aus dem Kampf nehmen. Auch mal hier, by the way, mein letzter Move-Slot, ich glaube, das war sogar Schutzschild, hat hier überhaupt nichts gemacht, weil das Tabubulu einfach nie dazu kam, mein Team irgendwie zu pressuren. Und im Endeffekt hätte es mich auch sowieso nicht gepressured, weil es auch ein Offensiv-Westen-Set war. Also, ich habe mir da unnötig Sorgen gemacht und mein Team so ein bisschen Overprep für Caputoro. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht, aber
Ja, ich nehme es wie gesagt hin und hoffe jetzt, dass ich einfach irgendwie nicht an diesem Millotic-Film verzweifle. Das ist jetzt noch das letzte Problem. Übrigens hier gerade KP-Anzahl, was mache ich eigentlich immer falsch? Gerade KP-Anzahl auf einem Hafnir, das ist Anfängerfehler. Jedenfalls, ich war wie gesagt mein einziger Check gegen dieses Millotic. Und ich muss ja auch dafür gehen, dass dieses Millotic mich nicht irgendwie ausdollt und müsste ihn jetzt eigentlich taunten. Aber zunächst würde ich erstmal, weil ich ja auch keinen Tarnsteinentferner habe, dafür sorgen, dass mein Urhafnir auch, falls er jetzt wechseln sollte, danach nochmal reinkommen kann. Also Ruheort sollte eigentlich ganz safe sein und hoffen, dass er einfach dass er nicht zu viel Damage macht mit Siederwasser. Er hat ja so sein komplettes Set jetzt schon gezeigt. Entsprechend bin ich eigentlich auch ziemlich safe und kann ja auch eigentlich für Taunt gehen. Habe ich jedenfalls gedacht. Jedenfalls dachte ich auch so, dass er dann straight auswechseln muss, weil er nun mal jetzt irgendwie auf einen Choke von meiner Seite hoffen muss. Aber er hofft auf eine Choke, dass ich, den ich gerade eben gemacht habe. Und wird rewarded, kann mich entsprechend vergiften. Und ich nehme jetzt nochmal zurück, dass wir das komplette Set schon gesehen haben. Ich habe es in meinem Kopf schon komplett gesehen, denn jetzt zeigt das erste Mal Toxin. Und das hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil jetzt ist überhaupt nicht mehr der beste Check gegen Milotic, weil in the long run, also auf lange Sicht gewinnt das Urhafnir leider nicht und ich muss jetzt hier irgendwie schauen, okay, mein einziger Play, dieses Milotic jetzt noch irgendwie low zu halten, ist mein Tentantel. Und deswegen bin ich auch hier straight, ohne irgendwie weiter nachzudenken, da reingegangen. Ich habe eigentlich den Sinsala gar nicht so wirklich predicted, aber hat trotzdem ganz gut funktioniert, denn na, jetzt ist er auf jeden Fall in Killing Range, da der Gyroball so 10 Milliarden Damage macht. Worauf ich hinaus wollte, ich habe ja die Notsituation auf meinem Tentantel und ich habe halt gehofft, okay, vielleicht bringt er mich irgendwann mal in eine Range, wo dann Notsituation ordentlich Damage macht und dann könnte ich das Milotic in eine Range schauen, wo dann Skarbon irgendwann gewinnt. So ist es jedenfalls auch ganz gut ausgegangen, weil so komme ich auch einen Kill weiter. Das nehme ich einfach hin. Ich hoffe jetzt immer noch, dass das irgendwie funktioniert, dass ich das Milotic low kriege. Weil das ist immer noch ein Problem. Ich bin jetzt hier nämlich immer noch mit den Gedanken dran gegangen, okay, das Milotic wird noch gewinnen. Und ich habe auch komplett vergessen, wie viele Prozent das Milotic, während dem Kampf habe ich auch komplett vergessen, wie viel Prozent das Milotic hatte. Entsprechend dachte ich so, okay, einfach drinbleiben, hoffen, dass er vielleicht noch einen Choke macht und im Milotic geht, ansonsten sehe ich das nämlich eigentlich hier nicht mehr gewinnen. Gehe hier in meinen Broccolos. Weil, wie gesagt, ich hab's noch nicht gesagt. Ich kann mir ins Skarbon nicht gehen, weil ich einfach nicht weiß, okay, was ist das für ein Set? Ich kann ihn nicht rausnehmen, weil ich keine Steinkante habe. Und, ich wusste auch noch nicht, ob der Scarf ist oder nicht. Und entsprechend bin ich hier im Broccolos gegangen, hab gehofft, dass er einfach drin bleibt. Oder dass er der Steinhagel genug macht, wo ich dann ihn im darauffolgenden Turn mit Skarbon killen kann. Aber überraschend, er hatte sehr, sehr wenig Prozent und der Steinhagel hat tatsächlich auch noch gereicht mit Tarnsteine und Sandsturm. Also ich glaube, wäre er ein bisschen voller gewesen, also hätte er 40% oder so gehabt, dann hätte ich straight in Skarbon gehen müssen auf seinen Recover, hätte hoffen müssen, dass der Sandsturm-Damage genug sein wird, um ihn in eine Nahkampf-Range zu bringen, um ihn dann mit Walschall Nahkampf komplett zu finishen. Ich glaube, Salamence wäre auch in der Range gewesen, wo plus 1 im Nahkampf gereicht hätte. Milotic sowieso, ich glaube, das macht 44 bis 49 oder so. Und Sandsturm macht nun mal 6% Damage, also wäre das ganz gut, glaube ich, ausgegangen. So jedenfalls kann ich das Match auch mit meinem Urhafnir, was in the bag ist, gewinnen. Und ja, solange, wie immer eigentlich, der Draco trifft. Das ist wirklich das große Problem, was ich mit diesem Pokémon immer habe. Soll halt einfach alle Moves treffen, macht's aber nie, weil er assig ist. Aber hat Gott sei Dank funktioniert und wir kommen hier mit einem knapperen Ergebnis raus, das ich mir eigentlich erhofft hatte. Denn, also erstmal, es war ein super starker Kampf, okay? Aber man muss auch sagen, dass ich irgendwie von den Hex, Timo wurde von den Hex nicht verschont. Man muss halt sagen, dass der Steinhagel und tatsächlich eine Roll war. 6% habe ich tatsächlich getroffen. Also er hat eine 6%ige Chance gehabt zu verlieren. Ja, die hat er halt bekommen. ich habe sie auch ergattern können. Ich weiß aber zwar auch, um ehrlich zu sein, nicht,
ob er mit Milotic dann am Ende noch mal in Skarabon gelebt hätte. Also, er müsste wirklich dann auch hier eine Minroll hätte bekommen müssen. Weil, sagen wir, er hätte 40% gehabt, ja? Also hätte er einen Prozent mehr gehabt. Dann hätte er den Steinhagel wahrscheinlich gelebt mit 1% oder so. Als Steinhagel plus Sandsturm. Wäre bei 51% gewesen. 51 minus 6, 45. Da hätte ich wieder einfach nur eine gute Midroll mit Skarabon bekommen müssen. Und dann hätte ich das Game auch gewonnen. Also, weiß nicht. Es war halt super unlucky, dass dann das Milotic direkt gestorben ist. Aber ich würde nicht sagen, dass es... Ich weiß nicht, ich kann es nicht... Ich möchte nicht sagen, dass es... Man sollte sowas nie, man sollte da nie Hypothesen drüber aufstellen, weil man kann es halt nicht wissen, wie das Spiel dann so funktioniert am Ende. Dennoch muss ich sagen, Timo hat auch sehr viele Missplays gemacht, finde ich. Also erstmal finde ich, dass er Milotic nicht hätte rausswitchen müssen, als es das Matchup Ohafnir gegen Simsala war. Also er wollte ja seinen Simsala hart in das Ohafnir reinwerfen, als es... kurz nachdem es vergiftet wurde, hätte er nicht machen müssen, er hätte einfach seinen Milotic weiter hochheilen müssen oder können. Natürlich wäre dann auch wieder hier Verhöhner obvious gewesen, aber man muss auch sagen, hätte ich Verhöhner gedrückt, dann wäre ich in einer Range gewesen, wo Tarnstein plus jeglicher Move meinen Ohafnir gekillt hätte. Und ich glaube, dass damit wäre ich dann nicht mehr zurechtgekommen, deswegen Recover war eigentlich für dich an seiner Stelle der bessere Play. Hätte sogar Leftovers Recovery bekommen, also Überreste. Deswegen... Fand ich, war das ein Missplay. Des Weiteren hat er einfach Tabubulu ganz random gesackt, genauso wie Kubayum. Hätte er diese Plays nicht gemacht, ich weiß nicht, ob er irgendwie offensiv spielen wollte, was auch komplett verständlich ist, weil das halt ein super offensives Matchup in dem Punkt war. Aber er hätte er andere Plays gemacht, hätte ich einfach straight verloren, hätte ich einfach eine Klatsche gezogen von dem Simsala so. Genau, naja, man muss doch sagen, dass Mens war halt weniger threatening als gedacht, weil er nun mal nicht Wahlschall war. Aber er hatte immer noch hat er Simsala als den besten Revenge-Killer, den man eigentlich haben kann. Natürlich, irgendwie hätte ich auch das Skarabon, hätte er Simsala besser gespielt, also offensiver gespielt, dann hätte ich auch mit Skarabon irgendwann den mal gepursuit-trapped. Und man muss auch sagen, er hat auch damit gerechnet, als Skarabon im Team dabei war und als ich es auch so gespielt habe, wie ich es gespielt habe. Und zwar, es kam halt niemals raus. Er wusste schon, dass es auf jeden Fall Wahrscheinlich sein wird und auch höchstwahrscheinlich Verfolgung haben wird, weil, ja, das Simsala ist halt ein dicker Threat. Ja, so all in all, ich muss auch sagen, ich habe auch nicht optimal gespielt. Ich glaube, ein Turn, ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich... Ich glaube, das Teambuilding war auch nicht so nice, weil so erstmal U-Turn auf Gligar war dann nicht mehr so cool. Ich hätte lieber einen Toxin gehabt, um ihn dann in Heilung zu forcen mit Milotic. Habe ich dann nicht gemacht. Ich habe irgendwie gedacht, okay, wenn ich Kehrtwende habe, da kann ich wieder offensives Momentum mir beschaffen. Und das war halt wirklich Regel Nummer 1 in diesem Kampf, so offensives Momentum behalten. Vor allem diesen Matchup, diesen 5 Pokémon. Und naja... Ich weiß nicht, das war eine Qual. Bin froh, dass ich es hinter mir habe. Ich möchte nicht mal spielen. Just kidding. Also, ich habe auch schon auf Twitter geschrieben, dass ich finde es krass, dass Timo und ich immer die besten Wi-Fi-Kämpfer haben. Also immer, wenn es aufgenommen wird, dann sind die Kämpfe grandios. Liebe ich. Letztes Mal war es, glaube ich, ein 1-0. Diesmal ein 2-0. Ja, sollten die anderen mal nachmachen. Ist der Wahnsinn. Timo hat's drauf. Und ich auch. Aber ich habe so ein bisschen mehr drauf, weil ich zweimal gewonnen habe. just kidding. Ja. Was kann ich jetzt noch sagen? Greta, willst du noch was sagen? Ja. Cool. Dann war's das. Ich schwitze wieder. Mach nicht den gleichen Fehler wie ich und bleib drin. Wobei, geht irgendwo hin, wo es nass ist und kalt. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und ja, tut Dinge. Aber bleibt nicht drin und lasst das Fenster zu.